Zugeschaltet ist jetzt der Bundeswehrgeneral AD Egon Rams. Herr Rams, ich grüße Sie. Schönen guten Tag, Herr Simon. Aus einem vertraulichen NATO-Papier geht hervor, dass Wladimir Putin bis zum 9. Mai militärische Erfolge in der Ukraine vorweisen will. Warum ist dieses Datum für ihn so wichtig, wenn man bedenkt, dass Putin den Krieg in der Ukraine ja damit begründet hat, dass die Neonazis in Anführungszeichen aus Kiew vertrieben werden sollen? Also ich würde das ganz einfach formulieren. Erstens, man braucht dazu keinen vertraulichen Bericht der NATO, sondern man muss eigentlich nur 2 und 2 zusammenzählen. Dann weiß man, dass die große Parade am 9. Mai zum Sieg über Hitler-Deutschland ein wichtiger Meilenstein ist und den Putin immer sehr wichtig genommen hat. Er hat die Parade im Prinzip immer weiter aufgebaut. Und es sähe für ihn schlecht aus, wenn er zu diesem Zeitpunkt mit Blick auf seinen in der Ukraine angebrochenen nicht rechtmäßigen Krieg dann plötzlich mit leeren Händen gegenüber seiner Bevölkerung dastehen würde. Das heißt, er hat sich selbst unter Druck gesetzt. Und jetzt möglicherweise kann er diese Rahmenbedingungen, um den Druck abzubauen, nicht erfüllen. General Dvornikov, der ja auch der Schlächter von Syrien genannt wird, hat jetzt offenbar das Oberkommando in der Ukraine. Was heißt das für die weitere Militärstrategie und was bedeutet das auch für die Zivilbevölkerung in der Ukraine? Lassen Sie mich mal mit dem General anfangen. Das heißt, dass der bisherige Oberbefehlshaber offensichtlich das Vertrauen von Putin nicht mehr genießt und er jetzt dort einen Mann einsetzt, zu dem er Vertrauen hat, weil er in Syrien ebenfalls mit aller Härte angegriffen und durchgegriffen hat, ohne Rücksichtnahme auf die Zivilbevölkerung. Und das bedeutet dann, dass Putin dasselbe von ihm jetzt auch in der Ukraine erwartet. Das bedeutet auch dann in der Konsequenz, dass die Situation für die Zivilbevölkerung in der Ukraine immer schwieriger wird. Und das zeigt sich jetzt auch am ersten Tag dieses Angriffs von Osten her. Es werden jetzt auch wieder Städte beschossen, Städte bombardiert. Und von daher brechen für die Zivilbevölkerung sehr schwierige und vermutlich auch sehr verlustreiche Zeiten an. Gibt es denn jetzt überhaupt noch rote Linien bei den Russen oder ist ab sofort alles möglich? In Syrien haben sie ja angeblich sogar Giftgas und Streubomben eingesetzt. Also die Streubomben haben wir auch bereits, wenn man Kenntnisstand richtig ist. Und ich glaube, die Quellen sind relativ eindeutig auf ukrainischem Boden gesehen. Von daher sage ich mal, diese Linie ist bereits überschritten von Seiten der Russen. Chemische Kampfstoffe haben sich nach meinem Kenntnisstand bisher nicht bestätigt. Aber es ist durchaus möglich, dass man auch darüber nachdenkt, auch hier wieder militärische Erfolge mit chemischen Kampfstoffen zu erringen, was dann, ich sage mal, gegen alle Art von Völkerrecht wäre und auch einen Vertrag wieder brechen, erneut brechen würde, dem die Russen beigetreten sind, nämlich dem chemische Waffenverbotsabkommen. Dramatisch ist die Lage ja auch in der Hafenstadt Mariupol. Dort haben sich rund 2.500 ukrainische Soldaten und angeblich auch sehr viele Zivilisten verschanzt. Wie lange können sich diese Menschen denn in ihrer Position vermutlich noch halten? Was glauben Sie? Also da bin ich im Augenblick mit einer Vorhersage oder einer Prognose ausgesprochen schwierig, weil wir schon viele Situationen erlebt haben, auch nördlich von Kiew, wo ukrainische Soldaten und auch ukrainische Bürger, ich sage das mal vorsichtig, durchgehalten haben in Situationen, wo wir eigentlich von der militärischen Lage beurteilen und gesagt haben, das geht eigentlich gar nicht mehr. Also das Azov-Stahlwerk ist offensichtlich nach wie vor in den Händen der ukrainischen Truppen und Zivilisten sind dort auch, obwohl die Russen eigentlich im Prinzip vor 7, 8 Tagen bereits gesagt haben, wir haben Mariupol in unserer Hand und wenn mein Kenntnisstand richtig ist, auch wieder aus nachrichtendienstlichen Quellen gibt es in Mariupol im westlichen Ortsbereich auch noch einen Bereich, wo offensichtlich Widerstand geleistet wird. Von daher auch die Sache ist noch nicht zu Ende. Die Russen haben jetzt ja, um das Ganze zu beschleunigen, nochmal erneut einen Fluchtkorridor für die Soldaten in Mariupol angeboten. Glauben Sie, das ist natürlich auch wieder hypothetisch, aber dass dieses Angebot der Russen ernst gemeint ist oder müssen die Eingeschlossenen, wenn sie das annehmen würden, danach mit dem Schlimmsten rechnen? Also die Eingeschlossenen müssen, wenn sie das annehmen, möglicherweise auch mit einer entsprechenden Kriegsgefangenschaft seitens der Russen rechnen. Und wir haben ja in den letzten wirklich jetzt Wochen mehrfach erlebt, dass über solche humanitären Korridore oder Sicherheitskorridore oder Abzugskorridore immer wieder gesprochen und verhandelt worden ist. Und wir haben halt eben auch in den letzten Tagen noch einige Male erlebt, dass solche Korridore auch von russischer Seite her beschossen worden sind.
Präsident Putin hat jetzt ja die Soldaten geehrt, die in Butscha, nördlich von Kiew, im Einsatz waren. Dort ist es ja bekanntlich zu schweren Kriegsverbrechen der Russen gekommen, die auch ganz gut bildlich dokumentiert sind. Was empfindet man da als Offizier, wenn man so etwas hört? Also man hat ein bisschen das Gefühl, als wenn hier Recht mit Füßen getreten wird. Und Putin macht das einfach aus dem Grunde, weil er möchte, dass über diesen zusätzlichen Titel, also Garde-Infanteriebrigade, halt die Motivation der Soldaten entsprechend gesteigert wird. Denn das ist nach wie vor offensichtlich ein Problem bei den russischen Truppenteilen, dass die Motivation bei diesen deutlich niedriger ist als bei den ukrainischen Soldaten und daher auch die relativ hohe Kampfkraft und Kampfmoral der Ukrainer, der russischen Seite nach wie vor überlegen ist. Man will also etwas bieten, den Soldaten, die im Kampf sind, etwas bieten, um ihnen einen Anreiz zu geben, sich noch massiver und noch härter einzusetzen. Sagt der Bundeswehrgeneral AD Egon Rams. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.